Hello YouTube, ich bin der Nubefar. Und ich bin der Star Citizen Proof. Gestern war der 23. September 2022 und da gab's eine Stunde lang wieder mal Star Citizen Live. Out of Character hieß die Show. Und hier ist, was du wissen musst. Heute hatten wir Damien, den Hauptcharakterzeichner, in der Show dabei. Jared erwähnte, dass diese Sendung aufgrund eines Terminkonflikts nicht das ursprünglich geplante Thema war. Es sollte ein lockeres Gespräch im Rahmen des Meet the Devs Themas werden. Jared bestätigte, dass Jay Lee der Lead Character Artist war, aber lasst euch nicht verwirren, denn er ist jetzt für Squadron zuständig und wurde nicht gefeuert. Damien erinnerte sich an ein rasantes, globetrottendes Onboarding, als er bei CIG eingestellt wurde. Eine Woche lang ging es turbulent zu, dann wurde er für einige Zeit nach LA verlegt. Patrick aus Montreal bat Jared im Chat, Damien zu grüßen. Und Damien sagte, er wisse nicht, wer das sei und meinte, es gäbe so viele Patricks in Montreal, sorry. Damien erzählte, dass er in Montreal angefangen hat, Werbung zu machen und dann erinnerte er sich daran, wer Patrick war und sagte, hallo. Damien hat 7 Jahre lang an Dead by Daylight gearbeitet, bevor er zu Star Citizen kam. Und Jared erzählte uns etwas über die Geschichte der beiden Projekte, die miteinander verbunden sind. Dead by Daylight wird von einer Firma namens Behavior entwickelt. Diese Firma war zu Beginn hauptsächlich für das ursprüngliche Star Citizen Hangar-Modul verantwortlich. Dave Richard war auch bei Behavior und Dave ist verantwortlich für die Entwicklung von Hyper Vanguard Force, dem webbasierten 2D-Shooter-Arcade-Spiel, das in Star Citizen eingebaut ist. Es gibt einen Link in der Beschreibung, dort ist es verlinkt. Jared erinnerte sich, dass er bei diesem Treffen dabei war und das erste Mal, als er es sah, verblüfft war. Dave war übrigens auch derjenige, der das Locker Forum Another Universe Flair Item gemacht hat. Jared befragte Damien über seine Zeit bei Behavior und Damien erinnerte sich, dass er dort lange Zeit der einzige Zeichner war. Die Diskussion geriet ins Stocken, als er über die Arbeit an Figuren für Stranger Things und andere Projekte sprach. Disco stieß zu der Frage vor, warum Damien sich für CIG entschieden hatte und beleidigte gleichzeitig Jay Lee. Damien sagte, Turbulent habe ihn mit einem Pitch kontaktiert und ihm erklärt, was sie erschaffen wollten. Sie sagten, dass er im Grunde eine Carte Blanche haben würde, was die französische Art ist, White Card zu sagen, und zwar ohne Einschränkungen. Sprich, er kann sich voll und ganz austoben. Er sagte, dass ihn Super Sci-Fi und der große Umfang schon immer interessiert hätten. Er ist schon seit langem ein Fan und sah dies als eine große Chance. Damien sprach darüber, wie sehr er das Team liebt, das an dem Spiel arbeitet. Er sprach über einige der persönlichen Ziele, die er mit dem Spiel erreichen möchte. Jared bestätigte, dass er plant, für jedes Team in der Firma eine Star Citizen Live Show zu machen. Er sagte, dass wir wissen werden, wann er CIG verlassen wird, weil er die Personalabteilung befragen wird, auch wenn die Community das nicht gerne sieht. Jared ging in den Chat für weitere Fragen. Er bestätigte, dass wir Star Citizen in Zukunft nicht als Alien spielen können. Und Damien wurde über seine aktuelle Arbeit befragt. Er bestätigte, dass sie eher langweilig ist, da es sich nur um Fehlerbehebung für das Seltenheitssystem der Beutemechanik handelt, also das Loot-System. Jared sagte, er freue sich am meisten auf das Ressourcenmanagement-Segment für die CitizenCon 2022. Und dann bestätigte er, dass es 7 einzelne Segmente sein werden, die so aussehen werden, als würde man sich hintereinander stundenlange Inside Star Citizen Shows ansehen. Na, das wird ja was werden. Im Chat wurde die Frage gestellt, ob wir auch Charaktere in anderen Größen als der Standardgröße haben könnten und Jared bestätigte, dass dies aufgrund der Metrik des gesamten Spiels nicht wahrscheinlich ist. Also gibt es dann nur Menschen mit der gleichen Größe. Einige von euch hören gerne, was ich zu Mittag gegessen habe, also der Nubifier. Zu diesem Zeitpunkt bekam ich Hunger und beschloss, mir ein sogenanntes Croque Monsieur, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, zu machen. Dabei handelt es sich um ein Schinkenkäse-Sandwich, das in der Pfanne gebraten und in Ei getaucht wird, ähnlich wie so ein French Toast. Mmh, lecker. Damien ist zuversichtlich, dass das Team mit dem Wachstum weiter vorankommt und den Anforderungen des Entwicklungstempos gerecht wird. Der Chat war mehr auf Jareds Bart fixiert als auf Fragen zum Spiel und Jared stellte seine eigene Frage, die mit der Verlegung eines großen Teils des Teams nach Großbritannien zu tun hatte. Damien sagte, dass sie Mitarbeiter eingestellt
hergestellt haben, um sicherzustellen, dass sich dieser Wechsel nicht auf das PU auswirkt und dass es weiterhin eine büroübergreifende Zusammenarbeit gibt. Wenn du einen Job als Character Artist in Montreal haben möchtest, stellen sie für Februar bis März Leute ein, also kannst dich bewerben. Jared fragte, was Damiens Kreativität inspiriert und die Antwort war, vage gesagt, Kunst, Filme, Musik und egal was davon so. Jared sprach dann über Jay Lee und bat Damien, uns zu erklären, warum Damien denn besser war. Und das war es dann auch schon mit der Show. Es war eine lustige Show und ich möchte mich noch im Anschluss hier dran bedanken, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast und dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir diese Art von Zusammenfassung gefallen, dann abonniere den Kanal, damit ich dich auf dem Laufen halten kann. Klick auf die Glocke, damit du auch kein weiteres Video verpasst. Teil das Video mit Freunden, damit es sich in der ganzen Welt verbreitet, auch da, wo kein Deutsch gesprochen wird. Macht zwar wenig Sinn, aber es hilft dem Kanal. Also vielen lieben Dank, wir sehen uns im Verse. Fly safe, bye bye. Der Nubifier aka Star Citizen Proof, out. Das war das Video vom Nubifier. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt einen Daumen hoch da und falls du es nicht schon getan hast, auch ein Follow. Wenn dir meine Stimme gefällt, dann gibt's mehr von mir auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Dieser ist hier auch überall verlinkt. Also sei nicht scheu und komm vorbei. Ich freue mich sehr, wenn du auch mir ein Abo dalässt und mich auf meinem Kanal genauso unterstützt wie hier. Gerne kannst du auch auf Twitch bei den Live-Shows vorbeischauen, mir auf den Social-Media-Kanälen folgen und gerne der Discord-Community beitreten. Also worauf wartest du noch? Komm vorbei und mach mit! Ich freue mich auf dich. Vielen Dank schon mal für deinen Support. Be brave, fly safe. Bis gleich, der Proof.